Hallo liebe Landtechnik-Fans und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben wieder ein neues Test-Drive-Video für euch. In diesem Beitrag haben wir uns die Traktorenbaureihe M6002 von Kubota angesehen. Drei Modelle, drei Vierzylindermodelle zwischen 120 und 140 PS. Einen der ersten Traktoren, der nach Deutschland ausgeliefert wurde, haben wir bereits für euch Probe fahren dürfen. Der japanische Hersteller Kubota gehört mit jährlich über 150.000 Einheiten zu den größten Traktorenproduzenten der Welt. Bekannterweise liegt die durchschnittlich produzierte Motorleistung unter 100 PS. Jedoch hat der Hersteller seit ein paar Jahren mit den Baureihen M6 und M7 auch Traktoren bis 170 PS im Programm. In Deutschland kam man 2019 laut dem vom Landtechnik-Magazin Profi veröffentlichten Zulassungszahlen auf einen Marktanteil von knapp über 7%. In diesem Test-Drive-Video schauen wir auf die neu entwickelten M6-Traktoren. Erstmals fächert Kubota die Baureihe nun in drei Modelle auf, die hinsichtlich Ausstattungsumfang und bestellbaren Optionen aber identisch sind. Werfen wir einen Blick auf die wichtigen Traktorenbausteine, angefangen beim Vierzylindermotor. Ausgerüstet mit einer Kombi aus SCR-Cut, Dieselpartikelfilter und AdBlue erreicht man nun die Abgasnorm Tier 5. Mit einem vergleichsweise großen Hubraum von 6,1 Litern sticht der Motor gegenüber Wettbewerbern in dieser PS-Klasse hervor. Das Aggregat kommt aus dem eigenen Haus. Hier hat man in Sachen Dieselmotoren mit jährlich rund 850.000 produzierten Einheiten eine Menge Erfahrung. Das Powershift-Getriebe verfügt über drei Gruppen, die jeweils achtfach unterteilt sind. Geschaltet werden die Lastschaltstufen in der Gruppe per Bewegung des Fahrhebels oder mittels praktischer Schaltautomatik. Um die Gruppe zu wechseln, kombiniert man diese Bewegung mit einem Tastendruck. Erwähnenswert sind in jedem Fall die Einstellungsmöglichkeiten des Getriebes hinsichtlich Schaltzeitpunkten, Startgang und Feinfühligkeit. Das betrifft auch die Wendeschaltung sowie den Automatikmodus. Bei Transportaufgaben über 20 km/h gibt der Motor übrigens zusätzliche 20 PS frei. Diese Mehrleistung steht in anderen Arbeitssituationen allerdings nicht zur Verfügung. Noch ein Blick auf den Arbeitsplatz des 6 Tonnen schweren Traktors. Weiterhin setzt man überwiegend auf die farbliche Trennung zwischen Orange für Fahrfunktionen, Gelb für Zapfwellen und Blau für Hydraulikfunktionen. Elektrische Steuergeräte bleiben dem größeren M7 vorbehalten. Bei der Zapfwelle erhält der Kunde hingegen 4 Geschwindigkeiten serienmäßig. Über einen einfach aufgebauten 7-Zoll-Monitor lassen sich Traktoreinstellungen vornehmen und ISOBUS-Geräteeinstellungen darstellen. Die GPS-Spurführung ist nur über einen zusätzlichen Lenkradmotor möglich. Die neue Load-Sensing-Hydraulikpumpe leistet 115 Liter pro Minute. Drei Steuergeräte sind Serie, optional kann ein weiteres plus Fronthydraulik bestellt werden. Vor Ort konnten wir mit dem M6 142 mit einem Grubber arbeiten sowie den Traktor bei Frontladerarbeiten ausprobieren. Praktisch, insbesondere für die Ladearbeiten, ist die Express Restart genannte Funktion, mit der man durch die Betätigung des Bremspedals den Schlepper bis zum Stillstand herunterbremsen und danach einfach wieder anfahren lassen kann. Eine Betätigung des Kupplungspedals ist dabei nicht notwendig, hingegen die Aktivierung der Funktion mittels Tastendruck nach jedem Traktor starten. Die mechanische Kabinenfederung ist genauso serienmäßig verbaut wie die einstellbare hydropneumatische Vorderachsfederung. Mehrere Frontladertypen stehen zur Auswahl.
Preislich startet der gut ausgestattete M6002 ab einem Netto-Listenpreis von 91.800 Euro. Die von uns in diesem Video vorgestellte Testmaschine liegt inklusive Frontlader bei 125.750 Euro Netto-Liste und soll ab Frühjahr 2021 beim Händler stehen. Weitere aktuelle Test-Drive-Videos auch zu Traktoren in dieser PS-Klasse findest du in unserem YouTube-Kanal.